Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti, und heute möchte ich euch etwas vorstellen. Und nur um das am Anfang auch klarzustellen, das ist keine bezahlte Partnerschaft oder ein Product Placement oder so etwas. Ich habe die Dinger durch Zufall entdeckt und ich finde sie richtig gut. Und ihr könnt sie alle erwerben und bekommen. Die Rede ist von diesen Liegestützhilfen, und zwar ganz praktische. So praktische habe ich noch nicht entdeckt und sie sind auch noch ganz gut kostengünstig. Die bekommt ihr im Decathlon. Link findet ihr unten. Ist kein Affiliate-Link oder so etwas. Schaut es euch mal an, kriegt ihr relativ günstig, und jetzt zeige ich euch mal, was man damit alles machen kann. Das Typische und das Gute grundsätzlich an Liegestützhilfen, wozu braucht man die? Liegestütz kann man doch so machen, werden jetzt viele denken. Ihr macht euch auf Dauer die Handgelenke oft kaputt oder ihr müsst sie trainieren, gerade wenn ihr auch Schwergewichte seid und ein bisschen muskulöser seid, worunter ich mich ja auch zählen würde, macht ihr euch mit noch mehr Gewicht auch noch, belastet ihr die Handgelenke ziemlich hart. Und selbst wenn dem nicht so ist, dass ihr damit meistens durchkommt, dann wollen wir doch nicht das Risiko eingehen. Das heißt, ich mache gar nichts ohne solchen Liegestützhilfen. Das bedeutet, hier habt ihr die Gelegenheit, durch den Griff, genauso wie ihr es auch beim Bankdrücken machen müsst, das Handgelenk quasi in einer Linie mit dem Unterarm zu bringen und nicht diesen ekligen Knick da drin zu haben. Den wollen wir nicht. Hier können wir das richtig sauber machen. Ihr könnt sie quasi aufstellen für enges, schräg, wie ihr wollt, mit welchem Griff ihr wollt. Das Besondere an denen ist jetzt, das ist ein 3-in-1-Gerät. Ihr seht, hier sind Rollen drunter. Das Ding fährt durch die Gegend. Ja, wofür brauchen wir das denn bei Liegestütze? Bei Liegestütze selbst braucht ihr es nicht. Aber ihr könnt euch vorstellen, jetzt kommen einige Variationen rein. Ihr macht also nicht nur einen normalen Liegestütz, und da kommen wir gleich noch zu, sondern ihr könnt auch zur Seite fahren und wieder hoch. Nur eine Seite benutzen und wieder hoch. Und so weiter. Das Ganze könnt ihr jetzt allerdings umformen. Mit einem Knopfdruck habt ihr nun das hier getrennt und die Rollen sind nicht mehr da. Die Rollen könnt ihr auch benutzen. Eigentlich ist es ein 4-in-1-Gerät. Hier könnt ihr eure Füße draufstellen, und wenn ihr einmal vorne seid und eure Füße da drauf habt, die Übung kennt ihr, könnt ihr diese hier ranführen. Und das könnt ihr natürlich mit beiden machen. Eine sehr gute Torso-Stabilisierungsübung. Und jetzt habt ihr hier noch einen Teil drin. Und das hier sorgt dafür, dass hier ein bisschen ausbalanciert werden muss. Wenn wir das mal mit beiden machen, dann habt ihr jetzt ganz viele Hilfsmuskeln, die aktiviert werden, wenn ihr hier auf eure Liegestütze macht. Ihr seht, das zittert leicht. Und dadurch werden Hilfsmuskeln aktiviert. Das Ganze könnt ihr jetzt aber nochmal umformen. Zack, einfach raus. Und jetzt habt ihr die simplen Liegestützhilfe, die ihr in allen Variationen benutzen könnt und mit denen ihr richtig gut und sauber und handgelenkschonend die Liegestütze machen könnt. Das Ganze können wir jetzt wieder zusammenbauen. Und jetzt kommt das Tollste an dem Gerät, wofür ich es euch eigentlich hauptsächlich empfehle. Liegestützhilfen kann man auch improvisieren mit euren Kurzhanteln zu Hause und so weiter. Aber wenn ihr dieses Set jetzt zur Verfügung habt, habt ihr eine Vielzahl an Übungen, die ihr zusätzlich machen könnt. Eine davon ist eine der gesündesten und besten Übungen statt Planks. Dazu habe ich euch schon mal was gesagt. Infobox, Video zu Planks. Für die Torso-Stabilisatoren. Machen wir es am Anfang mal für einen alten Mann wie mich mit Rückenproblemen auf den Knien. Hiermit geht ihr nach vorne. Nasenspitze richtig zum Boden, Arme gestreckt lassen und wieder hoch. Das geht richtig ordentlich auf den Torso. Heißt, Bauchmuskeln richtig gut dafür und der untere Rücken. Und für die Hardcore-Dudes da draußen geht das natürlich auch auf den Zehenspitzen. Nach vorne und wieder hoch. Ich bin nicht so ein Hardcore-Dude, will mich aber definitiv dran gewöhnen. Ihr seht das Update. Also, ihr seht, Vielzahl von Übungen damit möglich. Tobt euch damit aus. Erfindet ein paar neue Übungen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr diese Gerätschaft zu Hause habt, ein paar Kurzhanteln und vielleicht noch ein TRX-Band, könnt ihr alles zu Hause trainieren, um zumindest über die Runden zu kommen. Natürlich ist das nichts gegen so ein Studio. Studiobesitzer, der schaut mich hier schon ganz streng an. Ich kann ja nur halb. Gut, damit bin ich raus. Ich wünsche euch was. Euer Gotti, wenn euch sowas gefallen hat. Und ihr wisst schon, bis bald.